So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König. Und ja, heute habe ich ein allseits beliebtes Doppelmoppel für euch. Ups, da fällt schon gleich was runter. Für euch ein Doppelmoppel für euch. Und zwar habe ich hier von IBG im Maßstab 1:72 habe ich hier, ich denke mal, was ganz, ganz aktuelles für euch. Und zwar den BTR 4E Ukraine APC. Also ein Fahrzeug in ehemals russischer Bauweise, der dann dementsprechend von der ukrainischen Armee benutzt worden ist, laut meines Wissens soweit. Und da haben wir zwei verschiedene Ausführungen. Ich würde sagen, wir arbeiten wie immer, wenn wir zwei Modelle haben. Erstmal eins ab und dann das nächste, beziehungsweise zeigen dann beim zweiten Modell, wenn es ja die gleiche oder fast die gleiche Baureihe ist, wo dann da die Unterschiede sind. Gut, fangen wir mal mit der 72117 an. Das ist der BTR 4E Ukraine APC, also ein Truppentransporter haben wir hier. Kann man, denke ich mal, gut sehen, worum es da geht. Wir haben insgesamt 10 Spritzlinge plus Ätzteile, 32 Baustufen und 3 Bemalvorschläge, wobei das mit den Nachschiebebildern nicht bei allen 3 Bemalvorschlägen, deswegen habe ich sie extra so genannt, gegeben ist. So, angenehmer Preis von knapp unter 19 Euro. Und ich würde sagen, wir gucken uns wie immer schwuppdiwupp die Anleitung zuerst an, bevor wir zum eigentlichen Bausatz kommen. So, was mir bei der Firma IBG immer sehr, sehr gut gefällt, das ist die Anleitung. Egal wie groß oder klein der Bausatz ist, wir bekommen hier immer eine großformatige DIN A4 Anleitung, wo alles sehr schön ersichtlich ist. Da haben wir nochmal das klein gemachte Deckelbild. Die, ich sag mal, Besonderheiten sind hier nochmal vorne abgebildet. Da haben wir hier die Ätzteile. Und wir haben hier für nämlich eine der Tarnvorschläge oder Bemalungsvorschläge hat dieses Digital-Camo. Und dafür haben wir hier extra Nachschiebebilder und das finde ich richtig, richtig gut. Also das erleichtert den ganzen Bemalungsvorschlag-Prozess und alles unheimlich, wenn man das jetzt nicht eines einzeln ausschneiden, abkleben muss und so weiter und so fort. So, dann haben wir hier Farben. Und zwar haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Farben, AK Interactive, wobei das immer ein bisschen ja, ich finde das bei AK immer ein ganz bisschen lustig, da muss ich mal kurz einsteigen, weil hier haben wir die Real Colors, dafür steht das LC, dann haben wir hier die erste Generation und dann ist der Rest Real Colors. Naja, so, Mr. Hobby sollte klar sein, wobei hier auch zwischen den H- und C-Farben ein bisschen hin und her gesprungen wird. Das eine, die H-Farben sind die Acrylic- die älteren noch Isopropanol-basierten Farben. C sind reine verdünnerbasierten Farben. Live Color, das ist UA oder LC, aber das ist beides das gleiche oder dasselbe. Dann haben wir hier die Hataka und die Valeo-Farben. Und hier sind dann nochmal von A bis K dann die dementsprechenden Farben hinterlegt. Die Piktogramme finden wir weiter unten. Und ganz traditionell startet der Hersteller dann mit der Übersicht der Teile. Kann man hier sehr schön sehen. Alles sehr übersichtlich. Wie gesagt, IBG, was die Anleitung angeht, ist absolut vorbildlich. Das fertige Fahrzeug soll am Ende des Tages so aussehen. Und da haben wir hier auch schon die Raketenbehälter. Da eine, sieht aus wie eine Gatling-Gang. Also da sind spielt ein bisschen Musik dahinter. Und wir haben sogar eine Inneneinrichtung. Die ist zwar, ich möchte sie sagen, nicht ganz rudimentär, aber ist schon ein bisschen vereinfachter wiedergegeben. Wird durch die Ätzteile hier für die Gurte aufgepeppt. Und hier versucht man eigentlich das Gleiche wie bei, ich sag mal, fast allen moderneren Fahrzeugen. Wenn Explosionen sind, ist dann praktisch, soll die Erschütterung von den Insassen praktisch abgelenkt werden, soll sich da nicht übertragen. Deswegen sehen die Sitze hier so aus und die liegen als Ätzteile, wie wir hier sehen und auch noch gleich im Original, im Bauteil des Bausitzes dann uns auch noch gleich angucken. Hier ist also der Teil mit der Bemalungsanleitung, deswegen ist das hier drin. Ja, der Bau ganz traditionell. Starten wir hier, fast ganz traditionell, also hier mit den Reifen. Und die sind auch wieder in diesem Sandwich-Bauweisen-System sind die, dass wir hier die Innenteile da reinkleben. Und da ist es immer wichtig, dass man eventuelle Angüsse super sauber versäubert. Das hat nämlich sonst, wenn das nicht der Fall ist, dass das so hin und her schlackert, nicht gut reinpackt, dann sieht es doof aus. Also da kann gut aussehen, muss man sich aber eben wirklich ein bisschen Mühe geben. Da gefallen mir die Bauweisen immer besser, wo die gegeneinander geklebt werden, weil wir gerade bei diesem
Profil das anbietet. Es ist einfach ein bisschen einfacher. So, hier werden dann die Ad-Zeile reingeklebt, da ist ein bisschen Formular, Sekundenkleber ist da euer Freund und weil sieht man ja auch, da müssen hier die ganzen Teile ergänzt werden. 1:72 ist schon relativ klein, genau wie hier dann die Sachen. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen Formular vorgegeben. Ja, aufs Laufwerk oder aufs Fahrwerk in dem Fall, da entfallen tatsächlich auch einige Baustufen. Dann geht das hier weiter, wie gesagt, mit der Inneneinrichtung. Ganz nett gemacht, tagesaktuell. Ja, auch, was man dann so in den Medien so alles sehen kann. So geht das Ganze hier weiter. Wir beschäftigen uns ja mittlerweile hier schon mit den Außenanlagen. Jetzt vielleicht noch die Frage, warum machen die Polen das? Warum macht IBG das? Ja, die Polen sind den Ukrainern sehr zugetan, sind nicht gerade die größten Freunde der Russen. Mag vielleicht auch ein wenig historisch vorbelastet sein, wenn man das jetzt mal nett umschreiben möchte. Deswegen werden die Ukrainer wirklich nach Kräften unterstützt, gerade von den Polen. Und die haben auch absolut massiv aufgerüstet oder rüsten auch auf, weil der Nachbar, der dann da weiter im Osten sitzt, der, wie gesagt, hat nicht die beste Reputation. So, hier kommt das Digital-Camo bzw. die Nassschiebebilder zum Einsatz und das erfreut mich ganz besonders, weil nämlich das ist nicht ganz einfach und wenn man das hier als Nassschiebebild verwendet, dann ist das wirklich eine gute Sache. So, was kann man machen, damit die Teile hier auch wirklich gut ansitzen, weil wir haben hier natürlich Gravuren und verschiedene Ebenen. Da nehmt ihr ein Dekel Softener und da würde ich euch den von Tamir empfehlen, die, jetzt muss ich lügen, 87204 oder 205. Das ist der Ultra Strong. Da vorsichtig, das kann sich auch wälben und Bläschen schlagen und überhaupt nicht schön aussehen, wenn es erstmal drauf ist, aber das passt sich super dem Untergrund an. Sollte es nicht beim ersten Mal nehmen passieren, ruhig nochmal ordentlich einjauchen. Ich empfehle dann, den Untergrund mit Klarlack erstmal zu bearbeiten, das dann raufzubringen, dass wir eine schöne glatte Oberfläche haben. Dann, wie gesagt, den Softmatt drauf, dann einen Klarlack in Seidenmatt und dann die diversen Alterungsmittelchen und dann sollte das auch nicht glänzen und gut aussehen. So, dann haben wir hier die zweite Variante und dann hier die dritte und das ist das, was ich meinte, die hat gar keine Hoheitszeichen oder überhaupt gar keine Abzeichen. Das sind ja so die Bilder, die uns auch in den Nachrichten begleiten. So, dann wollen wir uns natürlich mal den Bausatz dazu auch angucken. Ich habe mir schon mal die Freiheit erlaubt und die Sachen für euch ausgepackt, das hier schon mal rausgeholt und dann gucken wir uns natürlich im Einzelnen die Spritzlinge an. Ich versuche mal, das so handzuhaben, dass wir doppelte Spritzlinge nach Möglichkeit, ja, dass ich die dann nach Möglichkeit nicht zeige, sind leider durch das Hochkippen ein bisschen runtergerutscht. Den Spritzling F, wie Friedrich, haben wir insgesamt viermal und der beinhaltet ganz viel Sachen, die wir dann doppelt und dreifach auch benötigen. Wie zum Beispiel die, ich möchte mir sagen, die Sitz, den Sitzrahmen, die verschiedenen Bauteile, die sind hier gut zu finden. Oder aber auch wie die von mir eben schon vorgestellten Felgen, die dann ja in dem oberen Bereich hier in die Reifen eingearbeitet werden müssen. So, und da ist das genau das, was ich sage. Wir haben jetzt zwar eine absolut schöne Profilierung, die Reifen sehen richtig gut aus, aber wir haben hier insgesamt vier Angüsse innen. Und dann auch nochmal vier Angüsse außen, die natürlich dann auch versäubert werden müssen, wo man sich sehr schön bei dem kleinen Zeug hier in die Finger schneiden kann. Und auch, und das möchte ich auch nochmal sagen, es muss wirklich hundertprozentig gearbeitet werden, damit die jeweiligen Vorder- und Rückseiten dann hier auch dementsprechend gut reinpassen. Also das sollte man sich auf jeden Fall vor Augen führen. Wenn der Wagen nachher so auf eierigen Reifen steht, sieht das nicht gut aus. Und wenn das dann auch nicht hundertprozentig passt, da irgendwie Mühe Luft ist oder so, dann ja, man guckt es an. Mich wird sowas immer ärgern. Also da ist auf jeden Fall wirklich, wirklich Vorsicht geboten. So, weiter geht's mit dem Spritzling Dividora. Der ist auch zweimal vorhanden und da haben wir ganz viele, ich hätte schon beinahe, wie gesagt, Laufwerkskomponenten. Nein, tatsächlich sind es natürlich die Fahrwerkskomponenten. Und auch hier der Raketenbehälter, der hier zum Einsatz kommt am Türmchen. So, und ich denke mal, kleiner, dicker, schillersche Wurstfinger gibt einen ganz guten Größenvergleich, wie groß bzw. wie klein die Teile sind. Gut, in 1:72 sollte das einem natürlich auch klipp und klar sein. Die Bauteile sehen gut aus. Ich habe bis jetzt keine Sinkstellen entdecken können, keine
Ausreißer, möchte ich es mal sagen. Die Luken, wie man hier sehen kann, sind sogar von innen detailliert. Das heißt, die Möglichkeit, die offen darzustellen, weil wir haben ja auch eine Inneneinrichtung, die ist auf jeden Fall gegeben. Finde ich richtig gut. Also der Kleine, würde ich sagen, macht sich. So, dann haben wir hier das 80er Jahre Kit-Lenkrad. Sieht auf jeden Fall so aus. Gucken wir uns auch mal an, weitere Anbauteile, bevor wir jetzt von den kleinen Spritzlingen gleich weggehen zu den etwas größeren. So, und EBG, die haben ja manchmal ein bisschen geschwächelt mit den Spritzlingen wegen Sinkstellen oder wegen Auswerfermarken. Bis jetzt hier nicht der Fall. Das ist sehr gute polnische Handarbeit hier. Sieht ganz gut aus, das Ganze. So, und hier der Spritzling mit Nummer A. Und da können wir natürlich sehen, hier das Unterteil der Wanne, dann das Oberteil und die Seitenteile, hier auch, wo die Mannschaften rauskommen. Abschleppseile sind hier schon mit angegossen, ist jetzt nicht unbedingt jedermanns Ding. Meiner Meinung nach, verschlimmbessert man das immer nur, wenn man da jetzt die Abschleppseile und so weiter anmalen will. Weil da muss man wirklich nur ganz wenig Farbe auf dem Pinsel haben. Wenn man nämlich zu viel drauf hat oder die Farbe zu flüssig ist, dann läuft das da so ein bisschen runter, verpasst sich da so den Konturen an und dann sieht das Seil optisch ein bisschen sehr aufgequollen aus. Also es ist schon ein bisschen schwierig zu machen und den Bausatz würde ich wirklich jetzt sagen, oh, da muss man schon ein bisschen Erfahrung mitbringen, um das möglichst gut nach Hause zu schaukeln, den Bausitz, und da vernünftig und schön was von zu zaubern. So, jetzt habe ich auch genug gelästert hier oder gemeckert oder das halt angemerkt. Die Bauteile an sich sind wirklich schön. Die sind auch wohl durchdacht, überlegt. Es ist nur, ich bin ja auch ein Mann der Praxis und wenn man jetzt natürlich hier diese Teile hat, ist das schon ein bisschen schwieriger zu handhaben. Es ist nicht unmöglich oder so oder schwierig. Naja, ein bisschen schwieriger ist ja schon. Und ich finde es immer schön, wenn man da auch mal auf die möglichen Stolpersteine hinweist, als nur zu sagen, boah, das ist der beste Bausatz der Weltgeschichte. Sondern da sollte man immer zu allen Seiten dann möglichst fair sein. Auf jeden Fall ist das Credo hier im Hause MBK. Und ich denke mal, dass das auch für euch wesentlich besser ist, als wenn der Herr Schiller immer sagt, hier, ja, ist alles golden und super und so. Sondern dass die Sache dann auch vernünftig, fair und kritisch betrachtet. So, der Spritzling, den ich hier jetzt habe, der wartet sogar hier mit Slide-Mold gegossenen Teilen auf, wie man schon sehen kann. Und die sind richtig gut gemacht. Auch hier alles sehr schön scharf gespritzt, das Ganze. Sieht richtig, richtig gut aus. Also da haben die Jungs und Mädels aus dem Hause IBG sehr schöne Arbeit gemacht. Bin ich sehr gut oder sehr schön begeistert, sehr gut begeistert. Also das sieht und kommt schon mal gut rüber hier. So. Gucken wir uns mal hier das Anbauteilchen an. Also ich denke mal, im Großen und Ganzen, wenn wir uns hier jetzt die Bauteile angucken, ist das auf jeden Fall alles handelbar. Ein paar kleine Klippen habe ich ja aufgezeigt. Und denke ich mal, das sollte man wirklich gut schaffen können. So, dann kippen wir mal aus, was am Ende des Tages jetzt noch übrig ist. Und da haben wir für einen 72er Bausatz doch schon einen relativ großen Ätzteilbogen hier, der, wobei man auch fairerweise sagen muss, das geht alles nur für die Sitze weg, bis auf das hier, eben halt um die Besatzung vor Erschütterung, Minen und dergleichen dann natürlich möglichst gut schützen zu können. So, das wollen wir uns hier angucken. Ich versuche das hier mit dem Lichtkegel einigermaßen vorzeigbar zu machen. Sonst gehen wir mal eben in die andere Kamera, da ist weniger Licht. So, aber dann ist der, sieht ja mich da so ein bisschen. Also gehen wir hier nochmal mit Ätzteilen, dadurch, dass sie halt das gerne reflektieren und so, ist es schon ein wenig schwieriger. Naja, wir nennen es mal ambitionierter, dann ist das nicht so negativ behaftet. Also das passt auch. Die Stärke ist ein bisschen dicker, was ich persönlich aber immer ganz gut finde, weil wenn man sich jetzt mal verbogen hat, dann kann man das immer noch wieder korrigieren. So, dann kommen wir zu den Klarsichtteilen. Das ist auch so eine Sache, die EBG immer ganz gerne relativ dick darstellt. In diesem Fall sogar richtig gut, weil das Glas, das ist gepanzert, das ist schon ein bisschen dicker, ein bisschen stärker, dann kommt das auch gut hin. Und wenn man so durchguckt, das ist schön glasklar. Reite ich deswegen so gerne rum, weil wir schon einige Hersteller hatten, da sah das ein wenig
aus wie einuriniert. Also da haben wir wirklich einen Gelbstich schon drin gehabt und so. Naja, gut. So, jetzt aber mal weg von den Toilettensachen. Hier haben wir jetzt den Nachschiebebilderbogen hervorragend gedruckt. Also da kann man bei Hersteller absolut nichts sagen. Auch sehr schön sauber das Ganze abgegrenzt. Die einzelnen Elemente sind hervorragend mit einem minimalistischen Trägerfilm versehen, also das passt ganz gut. Dann sind wir mit diesem Bausatz schon durch. Dann kommen wir natürlich, upsie, einmal zum nächsten. Ich würde sagen, ich packe das hier einmal vorsichtig für euch rein. So, schwupps. Ja, im Grunde genommen ist dieser Bausatz hier der gleiche oder derselbe wie eben, aber hier haben wir eine entscheidende Wendung und zwar ist die Nummer 72118 BTR 4E. Ihr hört schon, das ist dieselbe Typenbezeichnung, Ukraine APC with Sled Armor. So, und dieser Sled Armor, das ist eigentlich, ja, wird in diesem Krieg eigentlich da recht deutlich, was Javelins und Panzerfäuste und Hohlandungsgeschosse alles so anrichten können. Und genau der soll das nämlich so ein wenig verhindern. Und zwar soll das Hohlandungsgeschoss möglichst an diesem Gitterkorb schon dazwischen zerschellen und halt das Fahrzeug und natürlich möglichst die Insassen, das ist ja mal die wertvollste Fracht, dann auch möglichst schützen. So, 13 Spritzlinge haben wir hier drin, das sind zwei mehr, die sich aber auf die Halterung wirklich da beschränken. 34 Baustufen sind auch zwei mehr, auch wieder dem Sled Armor geschuldet. Drei Deckel- und Bemalvorschläge 24,50, also ein ganz bisschen teurer. Und ich versuche das darauf zu beschränken, die Vorstellung des Bausatzes auf die Extrateile, weil wir ja zu 90% das eben schon gesehen haben. So, gleiche Aufmachung. Der Ätzteilsatz ist unwesentlich größer, wie man sehen kann. Ich halte das hier mal vergleichend in die Kamera. So, der beschäftigt sich hauptsächlich hier mit den Sitzgelegenheiten. Die haben wir auch. Und dieser Ätzteilbogen, den wir hier haben, so, der ist praktisch das hier und der Rest ist alles für den Sled Armor und für die zusätzlichen Teile. Also das erstmal der gravierendste Unterschied. Dann haben wir hier auch wieder den Zusammenbau. Wir haben die Inneneinrichtung, das kann man, denke ich mal, alles hier gut nachvollziehen. So, und wo sich dann natürlich unterscheidet, und da drehen wir das Ganze mal um, zeigen das von hinten. Schwuppdiwupp, das ist nämlich hier. Wir haben ein bisschen andere Bewaffnung am Turm. Nein, ist sogar die gleiche, da erzähle ich Quatsch. Also die gleiche Bewaffnung hier am Turm. Aber dann geht es nämlich los. So, und hier ist die zusätzliche, ja, der Schutz, dieses Sled Armor. Und dann hier nochmal die großen Flächen drumherum, die möglichst großen Schutz bieten sollen. Ist natürlich bei Kampfsystemen, bei Abwehrsystemen wie der Javelin, die ja dann von oben kommt und dann auf die, ja, ungepanzerte oder dünnste Stelle am ganzen Fahrzeug abzielt, natürlich dann nutzlos. Wie die Russen jetzt ja auch eingehend merken. So, dann haben wir hier andere Nachschiebevarianten, andere Bemalvorschläge. Die sind dann hier. Interessant ist auch, dass das 2014 ist. Also das ist praktisch da, wo die ersten Kämpfe dann aufgeflammt sind. Dann war ja immer so ein paar Scharmützel. Aber hier 2022 im März, also das ist dann schon aktueller, die Variante hier zu sehen. So, da ist dann nochmal der Hinweis und hier ohne den Sled Armor, damit man das praktisch dann auch besser bemalen kann. So, dann gucken wir uns das doch mal an. Ich sortiere das hier einmal. Die Spritzlinge, die hatten wir ja eben schon, die haben sich dann mit dem Fahrwerk, mit dem Laufwerk kurzgeschlossen. Dann den Spritzling hatten wir auch mal. Ich möchte ja nicht, dass wir da irgendwas vergessen. Dann haben wir hier den Spritzling mit der Unterwanne und dem Oberteil, mit dem von mir ein wenig monierten, angegossenen Abschleppseilen. Dann hier die Türen, die hatten wir auch schon. So, und ich glaube, ja, genau. Hier sind die zusätzlichen Spritzlinge, die wir vorher nicht hatten. So, und das sind die Haltepunkte, die Sachen, die Ätzteile daraus bestehen, nämlich dieser Sled Armor, weil das im Originalen auch, ja, ich möchte mal sagen, Gitterstäbe sind, Metallprofile, die da eben verwendet worden sind.
So, hier sind dann die anderen, die sind dann mit denen identisch. Ansonsten ist der Rest, die Reifen, Klarsichtteile und so weiter, ist dann wirklich ident. So, hinzufügen würde ich sagen, das ist schon was für Modellbauer, die ein wenig Erfahrung mit Ätzteilen gesammelt haben. Und die auch nicht sagen, boah, Ätzteile heißen Ätzteilen, weil die so ätzend sind. Nee, tatsächlich haben wir, ihr seht das hier, einen relativ großen Bogen, der dann natürlich auch gepflegt, gewartet und dann auch verarbeitet werden will. Und das versuchen wir uns mal hier im Einzelnen anzugucken. Wie gesagt, immer unter der Prämisse, dass das hier ein bisschen der Lichtboden reflektiert. Das bitte ich zu entschuldigen. So, wenn man jetzt mal die Hand da drunter, dann sieht man das erst. Also es ist auf jeden Fall eine Fummelei, aber ich kann euch auch das garantieren, wenn das erstmal fertig ist, bemalt ist, montiert oder unbemalt, dann macht das schon einen hervorragenden Eindruck. Hier oben kann man es auch nochmal sehen, wie groß das Ganze einfach ist. Das ist schon wirklich, wirklich ja, ein schönes Ding und ein echter Hingucker auf jeder Messe und natürlich auch im eigenen Modellbaukabinett. So, dann haben wir natürlich auch einen anderen Abziehbilderbogen, der ist hier. Von der Qualität natürlich genau das gleiche, ja, die gleiche Kaliberlänge, wie die, wie wir das eben hatten. Das passt auch. Preis, denke ich mal, ist ein wenig höher durch den großen Ätzelbogen. Und dann sind wir auch schon mit der Vorstellung hier dieser beiden Modelle durch. So, was bleibt am Ende des Videos zu sagen? Ja, wer auf jeden Fall im Maßstab 1:72 ein Modell auf der heutigen Höhe der Zeit bauen will, der hat das hier. Wie gesagt, ich hätte das mit den Seilen hätte ich das ein bisschen anders gehandhabt. Das ist nicht ganz so 2023er Style. Mit den Ätzteilen muss man auch gucken, ist nicht jedermanns Sache. Sollte man sich wirklich vorher Gedanken machen, die wegzulassen, würde ich sagen, gerade bei der Sled Armor Variante ist keine Option. Dann braucht man nämlich die 6 Euro auch nicht extra ausgeben. So, und hier, das macht schon Sinn, wenn man die Türen offen darstellen will, was natürlich, oder die Luken, natürlich Sinn macht, wenn man eine Inneneinrichtung hat. Also die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, ob man das so macht oder nicht. Ansonsten bedanke ich mich bei IBG, dass wir die beiden Exponate hier erhalten haben. Dann natürlich wie bei euch, zu euch immer herzlichen Dank, dass ihr euch das angeguckt habt. Ich hoffe, ihr habt das genossen, konntet das ja schön dran teilhaben hier an der Vorstellung. Würde mich natürlich wie immer über ein Feedback freuen. Bis dahin verbleiben wir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Christian von MBK.